Willkommen zu Eden 3 und Final Fantasy 14. Edens Erwachen, Überflutung, ihr könnt es selber lesen. Gegen ein Abbild eines Primaes. Und so wie uns die Arena das schon andeutet, gibt es hier Momente, in denen der Boden zerfällt. Wir haben hier den Herrn der Wogen, diesmal anders als sonst. Normalerweise hat er keine zwei Köpfe, wenn ihr euch noch erinnern könnt. The fuck? Okay. Sie möchte den Pull starten. Dann ist okay. Soll sie tun. Vielen Dank an dieser Stelle an Thales, Kiki, Luna, Aya und habe ich noch irgendjemand vergessen? Croissant! Die mit dabei sind, diesen Fight mit mir zusammen zu meistern. So, hier gibt es sehr viel, wie immer, AOE-Schaden. Die Tanks, oder der Tank bekommt einen Tankbuster ab, das macht Pew und lässt dann auch ganz gerne mal die DDs töten, wenn man im Weg steht. Wunderschöner Laser an dieser Stelle. Und nicht nur das, wie man sieht, man muss hier auch ganz schöne Wege laufen. Und immer darauf achten, was sein Kopf macht. Tosende Wogen sind nur AOEs. Das sind auch nur ganz normale AOEs. Gehe hier mal ein bisschen zur Seite, weil, genau. Nicht nur das, sondern es wird auch gleich noch die Arena kaputt gehen. Es lohnt sich eigentlich auch gar nicht. Es lohnt sich eigentlich auch, wenn man als Tank immer relativ weit vorne steht. So, und da geht wieder ein Tankbuster. Thales macht schon richtig, geht zur Seite. Und pew! Kommt eigentlich noch irgendjemand zweites dem Tankbuster? Ne, es bekommt nur einer, ne? Das ist ja gut. Ich war mir gerade nicht sicher. So, Flutwelle. Hier müssen wir jetzt achten, von wo kommt die Flut, von da drüben. Und ich stelle mich mal lieber hier hin, für den Fall, dass gleich noch die Arena kaputt geht. Geht's hier aber nicht. So, an der Seite, links, rechts, geht sie jetzt kaputt. Und ich mache hier so komischen Kram gerade, aber egal. Stürmische Wogen ist relativ uninteressant. Das ist einmal eine AOE, da ist noch ein Stackmark, da laufen wir mal eben schnell hin. Wunderbar. Schrei der Gezeiten, einfach nur eine AOE. Vielleicht sollte wieder von so eine seitliche AOE auftauchen, sage ich ja. Das Pattern von normal kenne ich leider nicht mehr so gut. Im Extreme Mode ist das Pattern ein bisschen einfacher. Da kann man quasi die Zeit nachrichten, wann er welche Attacke macht. Aber gut, Sturzflut. Das bedeutet, bei Sturzflut, glaube ich, haut er ab. Genau. Und jetzt muss man gucken, von wo so ein paar Dives kommen, die machen dann langsam und sowas. Ah ne, ist es gar nicht. So. Das ist ein Knockback. Den setzt man vorne ab oder kann man vorne absetzen. Sicher ist sicher. Nebenbei finde ich das ziemlich lustig. Mir fällt gerade auf, okay, der Tale stirbt. Nicht? Okay. Normalerweise hätte sie kuscheln müssen. Oh lol, schön gerade getrickst, mit einem Dive einfach vorne beim Boss geblieben. Ja, ich bin reingecharged. Charge, nicht Dive. Wie dem auch sei. Sieht alles soweit wundervoll aus. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufmachen. Jetzt kommt's, Malstrom war es nämlich. Weg von diesen blauen Dingern. Und gucken, von wo er hier durch charge. Da. Oh, und gleich nochmal von Süden. Hier schon mal Richtung Norden. Weil hier wird er immer wieder stehen. So, Schrei der Gezeiten. Es gibt nochmal eine AOE. Und wieder ein Tankbuster auf Thales. Mal gucken, wer diesmal stirbt. Niemand! Sehr gut.
Die Leute sind gewillt, auch dazu zu lernen. Das sieht doch immer schön aus. So, und wir kassieren die nächste Flutwelle. Wieder aus dem Westen. So, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal kurz. Genau, den Knockback. Reduce Scene. Und Unterwasserbeben. Jetzt geht wieder die Arena kaputt. Tschüss! Oh, auch super. Die Heiler stehen da drüben. So, aber alles gut. Kommen die eigentlich noch dran? Wuppa! Schnell weg hier. Auch hier wichtig, nicht direkt loschargen. Weil man landet sonst sehr, sehr gerne einfach im Abgrund. Und das will man ja nicht. So, und gleich sollte eigentlich die Arena wieder vollständig sein. Sag ich doch. Und der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Gruppenschaden. Klack. Einmal kurz ein bisschen reduziert. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er gerade als nächstes macht. Aber egal. Brandungsstrom. Wieder der Tankbuster. Auf Thales. Diese Eva lebt hier gerade echt am Rand des Abgrunds. Ey, das sah ja sogar richtig abgesprochen aus gerade. Schön wär's, wenn es das wäre. Und unter Wasserbeben wieder die Arena, die weiter geht. Aber ja, im Grunde ist der Fight ja schon gelaufen. Sag ich doch. Wupp, wupp. Und damit ist Leviathan besiegt. Und Eden 3 ist beendet. Wunderbärchen. Dann mal raus aus der guten Stube. Die anderen können den Kram gerne halten. Und weiter geht's in der wunderschönen Story über Eden und von Eden. Das war unglaublich. Sehen so prima eh aus? Oh, nicht ganz so, also. Aber woran liegt das? Der Leviathan in der Ursprungswelt wurde von den Sahagin beschworen. Für die ist er ein Gott. Ohne ihren Glauben unterschied sich die Kreatur, die wir uns ins Leben gerufen haben, fundamental, obgleich sie nicht weniger furchterregend war. Die Manifestation beruht auf den Erinnerungen von Dufte und war womöglich auch von den anderen Begegnungen mit wasseraspektierten Wesen beeinflusst, was die Diskrepanzen weiter erhöht. Zum Leben erweckte Erinnerungen. Aber ich kann noch immer nicht sagen, ob unser Plan wirklich funktioniert hat. Ich nehme an, wir werden einfach abwarten müssen. Wie läuft's? Leviathan und so. Wenn du ein Prima-E oder was auch immer es erlegt hast, schlage ich vor, dass ihr schleunigst hierher zurückkehrt. Es gibt da etwas, das ihr sehen solltet. Also dann, Tankred hat nach uns verlangt. Die wollen irgendwas wissen. Hm, was könnte das sein? Offensichtlich bleibt uns nichts anderes übrig, als unverzüglich zu unserem Lager zurückzukehren. Ich bin ja auch so gespannt, was wir jetzt erleben werden.
Dufte, sieh doch. Bei den Zwölf wich ein wundersamer Anblick. Kaum zu glauben, dass ein ganzer See einfach so aus dem Nichts auftaucht. Und dabei fangen wir gerade erst an. Ich hoffe nur, dass wir dir nicht allzu viel zumuten durften. Das scheint ja doch noch was Gutes gewesen zu sein. Aber Rine hat noch mehr. Ich denke, damit wäre bewiesen, dass der wasseraspektierte Äther nicht länger brach liegt. Also, um welches Element sollten wir uns als nächstes kümmern, Uriangée? Ich schlage Erde vor. Wenn es uns gelingt, dem Boden seine lebensspendende Energie wiederzugeben, sollten in der großen Leere wieder Pflanzen wachsen können. Stellt euch das mal vor, Wälder in der großen Leere. Doch bevor wir anfangen, würde ich gerne wissen, wie es dem Mädchen geht. Sie schläft immer noch tief und fest. Sie hat sich nicht einmal gerührt, als ich ihr den Helm abgenommen habe. Ich dachte, er würde ihr vermutlich ein wenig stickig darin. Außerdem war ich neugierig zu sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Sie sieht erstaunlich normal aus, ganz anders als die üblichen Nichtsgesandten. Ich würde sagen, sie ist im gleichen Alter wie du, Rine, vielleicht ein wenig älter. Nun, wer auch immer sie ist, wir sollten sie weiter ausruhen lassen, während wir uns der bevorstehenden Aufgabe widmen. Ich würde euch zu gerne begleiten, doch ich sollte besser hier bleiben, für den Fall, dass sie aufwacht und keine besonders gute Laune hat. Und während ich hier warte und wünschte, etwas zu lesen zu haben, werde ich in Gedanken bei euch und eurem nächsten Gegner sein. Es muss ein seltsames Gefühl sein, etwas durch reine Willenskraft zum Leben zu erwecken, nur um es umgehend wieder zu vernichten. Ich habe fast Mitleid mit diesen armen Wesen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Glück. Wenn alles gut geht, wird Tankrit nicht lange auf sich warten müssen. Je schneller wir die Sache beenden, desto eher können wir sehen, wie wir Erfolg hatten. Na, das klingt doch schön. Dann wollen wir doch gleich wieder nach Eden und mal nachfragen, was unser nächstes Ziel sein soll. Ich bin mal gespannt. Nun, bevor wir aufbrechen, sollten wir wohl noch eine Frage stellen. Wo gehen wir denn hin? Ich würde ein gewisses Gebiet östlich von Norfrand vorschlagen. Dort erhob sich einst ein massiver Berg namens Atlas. Und was den Erdaspekten Primae angeht, den wir zu beschwören wünschen, wer würde sich da besser eignen als Titan? Von dem habe ich glaube ich noch nie gehört. Was kannst du mir über ihn erzählen? Mountain Slides. Diese Bergstürze, diese elenden Bergstürze. Das war anscheinend eine recht traumatische Erfahrung. Aber wenn es so wird wie bei unserem vorherigen Kampf, wird dieses Wesen wohl auch ganz anders als der Titan aus den Erinnerungen von Dufte sein, oder? Ja, es wäre weise, die beiden als vollkommen verschiedene Wesen zu betrachten. Daher wirst du neue Taktiken entwickeln müssen, wenn du in diesem Kampf triumphieren willst. Deine Erfahrungen aus früheren Begegnungen werden dir diesmal nicht viel nützen, fürchte ich. Also dann dürfte. Wenn du bereit bist, machen wir uns auf den Weg.
Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind endlich angekommen. Bist du bereit, Dufte? Jawollo, los geht's. Erinnerungen an Titan werden in mir wach. Ach ja. Beerdigung ist nun zugänglich. Und damit endet auch diese Folge wieder hier. Und wir können uns dem nächsten wundervollen Kampf widmen, dem Kampf gegen Titan. Bis zum nächsten Teil und so. Ciao, ciao.